kann. Warum? Weil derzeit viele Argumente dafür sprechen, dass dieser Grundrechtseingriff nicht gerechtfertigt ist, dass wir im Moment aufgrund der Variante, die wir vorherrschend hier erleben, keine Notwendigkeit sehen, diese Impfpflicht tatsächlich in Umsetzung zu bringen, so wie das die Kommission auch formuliert. Genauso wie das Virus flexibel ist und sehr beweglich ist und uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, müssen wir auch hier flexibel und anpassungsfähig sein. Und